diakonische Arbeit, Hilfe am Menschen bei Kranken oder bei der Pflege. Das war Thema der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in Frankfurt am Freitag. Die beiden evangelischen Landeskirchen in Hessen wollen ein gemeinsames diakonisches Werk bilden, um zukünftig noch kräftiger mit einer Stimme zu sprechen. Die Synode hat nun einen entsprechenden Beschluss gefasst und die Fusion der beiden diakonischen Werke zu einem Werk beschlossen. Wir wollen mit einer Stimme auch gegenüber dem Land auftreten und wollen besonders sozialpolitisch dort unsere Stimme erheben, wo im Gesundheitswesen und in der Sozialpolitik eingespart wird, weil wir der Meinung sind, wir können das besser gemeinsam als getrennt. Kritik an dem Zusammenschluss der beiden diakonischen Werke in Hessen rührt sich bei Vertretern der Mitarbeiter und bei der Gewerkschaft Verdi. Lohndumping lautet der Vorwurf, die Fusion der diakonischen Werke gehe zu Lasten der Mitarbeiter dort. Und das sind rund 35.000 in Hessen. Wir sind hier zum Streiken für unsere Rechte. Wir wollen Tarifverträge, wir wollen, dass der dritte Weg kommt, wir wollen ordentliche Tarife, wir wollen ordentlich bezahlt werden und keine Aufspaltung. Und deshalb müssen die Synodalen sich mal hier bewegen. Aber wir haben ja eben gehört, dass sie schon allen Schweinereien, die sie hier uns vorführen, zugestimmt haben. Und nächstes Jahr werden wir den Druck noch erhöhen, auf jeden Fall. Weil wir keine Arbeitskräfte mehr kriegen in unseren Krankenhäusern, weil andere Häuser TVED-Niveau zahlen, 10% mehr Gehalt. Wir haben Krankenschwestern verloren an andere Kliniken. Und ja, wir wollen Tarifverträge, ganz klar. Die müssen her. Schulter an Schulter demonstrieren einige Mitarbeiter zusammen mit Verdi am Freitag vor der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Die Kirchenverwaltung in Darmstadt nimmt die Kritik ernst. Erwartungsgemäß sieht sie die Sachlage natürlich anders. Wir kennen den Vergleich, den Verdi aufgestellt hat, sind aber der Überzeugung, dass das so nicht stimmt. Verdi vergleicht hier Äpfel mit Birnen. In der Praxis ist es eben nicht so, dass nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt wird. Es sind ganz andere Tarife in der Anwendung und die sind deutlich schlechter als das, was unsere Mitarbeiter in Kirche und Diakonie bekommen. Das stimmt nicht, sagt die Gewerkschaft Verdi und rechnet vor, dass Mitarbeiter der Diakonie im Schnitt 200 Euro pro Monat weniger verdienen als solche im öffentlichen Dienst, die die gleiche Arbeit tun. Verdi versucht natürlich auf diese Art und Weise Mitglieder zu gewinnen und ihre Mitglieder zu motivieren, eben auch für einen Abschluss eines Tarifvertrages zu kämpfen. Also Verdi versucht natürlich auch, sag ich mal, bessere Arbeitsbedingungen insgesamt in dem Sozialbereich zu bekommen. Das unterstützen wir, das befürworten wir auch. Insofern ziehen wir da eigentlich an einem Strang. Nur unsere Möglichkeiten sind auch begrenzt. Das Problem ist einfach, dass im sozialen Bereich zu wenig Geld im System ist. Egal, welche Seite nun die richtige Rechnung aufmacht, es zeigt sich einmal mehr, dass die Töpfe zu klein sind, um dem Wert der sozialen Arbeit gerecht zu werden. Das Geld im Sozialsystem reicht einfach nicht aus. Immer weniger junge Menschen suchen noch einen Job in der Pflege. Das will keiner mehr machen. Und die wenigen, die noch da sind, die gehen auf dem Zahnfleisch. Und das finde ich halt erschreckend, ja, dass es keiner mehr machen möchte, obwohl es eigentlich ein ganz toller Beruf ist. Und das finde ich halt echt schade. Dabei wird die Arbeit in der Pflege immer bedeutender. Der demografische Wandel zeigt, wie wichtig würdevolle Pflege in Zukunft sein wird. Und wahrscheinlich auch, die Arbeit ist eigentlich unbezahlbar und nicht in Euro aufzurechnen. Meinen größten Gewinn sehe ich darin, wenn ich einem Patienten geholfen habe und mich von ihm verabschieden kann für eine Zeit lang oder für immer.